Die treten das Gesetz mit den Füßen. Unter Lord Erwin hätte es sowas nicht gegeben. Sei still! Willst du uns alle umbringen? Tja, sieh mal. Rosaria wird von widerwärtigem Ungeziefer verdreckt. Und damit es einen neuen Morgen erleben kann, muss es gesäubert werden. Es wäre ein Jammer, wenn der Ungehorsam weniger uns dazu zwingen würde, an euch allen ein Exempel zu statuieren. Oh, natürlich, mein Herr. Wir stehen voll und ganz hinter euch. Ja, ihr habt ein ganz schlimmes Kurzzeitgedächtnis sogar. Was haben die Schwarzschilde in so einem kleinen Dorf verloren? Wo sollten sich ihr Träger verstecken? Vielleicht suchen sie jemand anders. Wenn sie das nächste Mal kommen, sei einfach still oder leg du es auf ein. Entschuldigung, was war das gerade für ein Aufruhr? Noch nicht gehört? Irgendjemand macht hier Ärger. Angriffe auf die Garnison, Proviant verschwindet. Angeblich wurde auch ein Schwarzschild ermordet. Die Kaiserlichen wollen antworten und was die wollen, kriegen sie auch. Das ist wohl wahr. Haltet die Ohren offen. Wer hilft, diese Verräter zu finden, wird von den Schwarzschilden gut belohnt. Vielleicht reden die... Man muss schon dumm wie Stroh sein, um sich mit dem Kaiserreich anzulegen. Na, vielleicht reden die über uns. Das kann ja auch sein. Hallo, Fremder. Nochmal verirrst du dich wohl nicht hierher. Nein, wahrscheinlich nicht. Du hast sie gesehen, oder? Wen meinst du? Die Schwarzschilde. Bei uns. Hast du sie gesehen? Glaub jedenfalls, das waren welche. Hab ja bis jetzt noch nie welche gesehen. Ja, du bist auch ganz böse. Hast auch recht. Das erste Mal, dass sie hier waren. Dir wollen sie ein Exempel statuieren. Hier sind wir doch am Arsch der Welt. Und die dachten, wir würden hier Verräter verstecken. Tja. Na, schön wär's. Die würde ich ausliefern und selbst ein Schwarzschild werden. Okay. Etwa diese Verräter, nach denen sie suchen, könnten wir sein? Schon möglich. Finden wir es heraus. Hallo, mein Freund. Wir sind fremd hier. Ach nee. Was wollt ihr? Wir fragen uns nur, was wohl diese Soldaten vorhin hier gewollt haben. Diesen Fremden sagst du kein Wort, klar? Ich spreche für dieses Dorf. Ihr habt hier nichts verloren. Verlasst Amber und kommt nie wieder. Und wieso, wenn ich fragen darf? Geil. Ich weiß nicht, wer ihr seid und was ihr wollt. Macht ja auch am meisten Spaß, nur, gegen Regierungen haben. Oder irgendwelche Imperien in Spielen sich gegen aufzulehnen und dann alles zu vernichten. Sie sind grausam. Aber solange wir gehorchen und Abgaben zahlen, lassen sie uns in Ruhe. Das mag feige klingen. Aber wenn es mein Dorf vor Annabellas Zorn bewahrt, will ich mich unterwerfen. Ich Annabella? Wer ist das denn jetzt schon wieder? Werden wie Eastpool. Wir sind ja schon weg. Die Menschen hier leben in ständiger Angst. Und sie glauben, dass meine Mutter sie verschonen wird, wenn sie sich ihrem Willen beugen. Ach, die ist Annabella dann also, okay. Muss ich gar nicht. Was ist los? Ach, ich... Es ist nichts. Wir wissen immer noch nicht, wen die Schwarzschilde suchen. Nun, wer es auch ist, stellt offensichtlich eine Bedrohung für das Kaiserreich dar. Doch wer außer Martha hätte sonst noch den Mut, sich Sandbreck entgegenzustellen? Neue Verbündete brauchen wir immer. Darum hoffe ich, dass wir sie zuerst finden. Vielleicht erfahren wir im nächsten Dorf etwas mehr. Vielleicht.
Oh, gehen wir nach oben. Ist ja relativ eindeutig der Weg. Dieser Pass führt uns durch die Berge. Und auch direkt zu wem oder was auch immer dort auf der Lauer liegt. Oh, gefallene Jäger. Was ist mit denen hier? Seit dem Apoditerium sehen wir mehr und mehr von diesen Echos. Ach so. Ja, interessant. Ja, stimmt. Da müssen wir wieder absteigen, weil wir kämpfen. Klar legen wir uns mit den Schwarzschildern an. Stört die bestimmt nicht, wenn wir ein paar von denen erledigen. Sind eh genug von. Oh, das ist eine Schatztruhe. Nee, Wasser habe ich noch nicht. Ich denke mal, Leviathan und so werden wir bestimmt noch treffen. Weil ich gehe einfach mal stark davon aus, dass wir alle Elemente irgendwie sammeln werden. Und dann einen auf Avatar machen. Naja gut, aber die können uns die nicht hinterher werfen, sondern müssen uns dann so ein bisschen Story-Happen geben, dass sich das auch alles logisch begründet, dass wir die jetzt gerade erledigen. Naja, und dass sie halt nicht zu schwach sind. Aber schon interessant, wen wir als Gegner bekommen werden. Ob es Titan sein wird oder ob wir doch schon gegen Bahamut klatschen werden. Aber ich glaube, Titan wird, denke ich mal, erst unser nächster Gegner sein. Wird auf jeden Fall Sinn machen. Bahamut ist ein Prinz. Also steckt in dem Prinzen. Das würde nicht so viel Sinn machen, wenn wir den jetzt schon besiegen. Der kommt nicht zu einem späteren Zeitpunkt.
Also so würde ich es schätzen. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ah, wieder Schwarzschilder. Ich glaube, der Wirbelsturm ist ziemlich übel. Ich glaube, gegen den haben die nicht so die Chance. Mann, die sind ja aus einem tollen, dicken Busch hervorgetreten. Ah, hier ist Blut. Blut, Clive. Es ist noch frisch. Das ist nicht gut. Ich wurde befohlen, im Dorf zu bleiben. Die Schwarzschilde. Offensichtlich wisst ihr, wer wir sind. Und trotzdem wagt ihr es, eure Waffen zu ziehen. Klar. Dann möchte ich euch danken. Ihr erspart uns nämlich eure langwierige Befragung und Folter. Auf unsere Klingen schwören wir, zur Nacht zu werden, um Schatten zu töten. Auf dass die Sonne neu erstrahlt. Wie kannst du es wagen? Ich werde euch zeigen, was ein echtes Schild ist. Wir können mal kurz den Magier, sonst dauert das zu lange. Der hält mir nämlich ein bisschen zu viel, da habe ich nämlich keinen Bock mehr drauf. Jetzt sagst du mir, was ich wissen will. Nach wem sucht ihr? Nach euch. Wir bringen eine Nachricht. Wir haben eure Freunde, die Träger, die ihr aus unseren Lagern befreit habt. Sie sind alle in Ulthil. Hüter der... Ja, ich hab's gemerkt. Ulthil ist das Dorf da vorn. Dann los. Ja, passend. Ist ja auch so schön düster hier alles, dann passt das doch. Ach ja.
Oh. Was hast du denn? Tod. Oh ja. Ganz viele Leichen bestimmt. Ja. Schön. Alter. Das ist Mutters Werk. Natürlich. Wird immer härter, ey. Warum? Warum sollte man... Weiß ich nicht. Ich habe sie nie verstanden. Aber das... Oh, Clive. Diesem Wahnsinn setze ich ein Ende. Ein für alle Mal. Wir sollten gehen. Ja. Wir können sie nicht so zurücklassen. Werden wir nicht. Aber wenn die Schwarzschilde bis hier vorgedrungen sind, sind sie vielleicht schon in... Ja, aber ich kann ja nichts machen. Leider. Tja, dann hoffen wir mal, dass wir die Mutter auch treffen. Schön, normal abgeschlachtet. Und die haben sie einfach nur aus Spaß dahin gehangen, oder was? Nein. Was ey? Also wenn ich das könnte mit Feuerbestattung und so weiter, hätte ich sofort gemacht. Weil... Alter. Aber leider kann ich nichts machen. Nur tatenlos zusehen. Das vor uns ist die Buettbrücke. Doch nach Rosalith wird man uns sicher nicht durchlassen. Nein, das bedeutet, wir dürfen sehr viel kämpfen. Was soll diese Sperre? Unsere Familien warten in Rosalith auf uns. Echt? Ach du Scheiße. Wie denn zum Beispiel, wenn du magst, magst, kannst du gerne erzählen. Zutritt zur Provinzhauptstadt nur für Mitglieder der kaiserlichen Armee. Die Tore bleiben zu. Weg hier! Noch eine Nacht schaffen wir nicht. Was soll ich machen? Alles Rosaria. Wieso lässt man sie nicht ein? Wie dämlich sind die Leute, ey. Papa, ich hab Hunger. Die Scheiße, ey. Meine Güte. Jetzt kommt's. Am Ende ist die Mutter auch in einer Art Monster und zwar eine Lamia. Ich würde das so feiern, wenn es der Fall wäre, ey. Das gibt mir Final Fantasy 2 Vibes.
Teufelskrabbe. Also so welche Erfahrungen zum Beispiel habe ich gar nicht gemacht, ne? Also meine liebevolle Mutter, bin auch glücklich, dass ich so eine bekommen habe. Ist das Lazarusviertel? Kommen wir auch nicht ran, denke ich mal. Verlassen. Meine Mutter muss die Adligen hier vertrieben haben. Deswegen, also sowas habe ich nicht gehabt. Im Gegenteil. Wer ist nach Port Isolde? Ja, komm rein. Deswegen, ich finde sowas immer schlimm. Egal auf welcher Art. Aber man hat schon von so vielen schrecklichen Methoden gehört mit der Familie und so. Kann man sich einfach kaum vorstellen. Na, auch dass die Kinder irgendwie durchdrehen und ja, dann Dinge getan haben, die man nicht tun sollte. Also normalerweise nicht tun sollte, ne? Deswegen, wenn ich sowas sehe, bin ich nur umso glücklicher, dass ich sowas nie erleben musste, durfte, denken konnte oder sonstige Kram, sondern trotz all dem eine schöne Kindheit. Natürlich mit vielen Auf und Abs, aber das ist komplett normal. Na gut, und natürlich halt auch in der, naja, nicht so finanziellen Ebene, wie es eigentlich normale Familien haben, wenn man zwei Elternteile hat. Ich zum Beispiel habe nur einen Elternteil gehabt. Weil ich dementsprechend, ja, jetzt bin ich ein bisschen emotional, also wen es interessiert. Ansonsten, genieß das Spiel weiter, wir kloppen ja eh gerade die Leute hier durch. Oder die Krabben in dem Fall. Also ich habe zum Beispiel einen Vater, der hat sich nie für mich interessiert. Ich habe ihn nie kennengelernt, als ich 2,5 war. Jetzt weiß ich mittlerweile, wie ich ihn sehe. Ich könnte ihn sogar auf Facebook schreiben. Ja, wobei, ich glaube, der Account ist mittlerweile auch schon wieder gelöscht. Oder so. Aber juckt mich auch nicht. Ich will ihn nicht kennenlernen und ich habe auch überhaupt kein Interesse dazu. Und ich habe ihm mal die Chance gegeben gehabt, dass er meine, also er hat meine Telefonnummer bekommen auf dem Handy, hätte mir per WhatsApp schreiben können. Hat er nicht getan, also juckt mich nicht. Mir irgend so eine behinderte, weiß ich nicht, frohe Weihnachtskarte zu schicken, die habe ich zerrissen und verbrannt. Na, naja, egal. Also so war es bei mir gewesen. Ansonsten habe ich eine schöne Kindheit gehabt. Ach du Kacke. Da werden wir nicht unbemerkt durchkommen. Es muss einen anderen Weg geben. Schade, hätten doch ruhig mal angreifen, durchgehen können. Ich hatte gehofft, die Wachen überreden zu können. Zur Not mit ein paar Gill. Da scheinst du nicht der Einzige gewesen zu sein. Gibt es noch ein Tor? Offiziell nicht. Immer dieses Inoffiziell nicht. Mein Onkel hat mir mal von Tunneln unter der Stadt erzählt.
durch die sich Adlige im Notfall hinausretten konnten. Ah, toll, natürlich die Adligen. Nach Lazarus. Vielleicht kommen wir von dort in die Stadt. Versuchen wir es. Der Ort wirkte wie ausgestattet. Ah, na, das ist wenigstens eine nette Lehrerin, die sich da eingesetzt hat. Meistens juckt das Team auch nicht. Hauptsache, deren Leben läuft. Alles andere ist scheißegal. Ja, es tut mir sehr leid, dass du sowas erfahren und durchleben musstest. Wenigstens haben wir hier. Und wahrscheinlich auch immer noch bleibende Schäden davon tragen musst. Das tut mir natürlich extrem leid. Und hoffe dennoch, dass du aus deinem Leben doch noch irgendwas Gutes rausholst. Hat es mir ja dein Alter gesagt. Geschrieben. So habe ich es nicht in Erinnerung. Dass du vielleicht da noch ihren Glanz verliert. Ja, irgendwas noch zum Positiven ändern und verändern kannst, ne? Und nicht die gleichen Fehler machst. Hey, Besuch! Na toll, Banditen. Netter Empfang. Oh, toll, ein Magier ist auch wieder da. Verzeihung, wir wollten nicht stören. Dann so. Lazarus Bandit, schön. So, jetzt habt ihr einen Wirbelsturm, jetzt habt ihr ein Problem. Ah. Sowas finde ich immer am schlimmsten. Meine Fresse, er stirbt einer. Schon kommen die Asgardier und wollen Erbe haben. Meine Fresse. Weißt du, ey, Hauptsache Kohle. Hauptsache alles mitnehmen. So sind meine Verwandten aber auch. Ich kenne nur einen einzigen Mann, der so kämpft. Warte mal, nein. Er ist schon lange tot. Dann wirst du ihn schon bald wiedersehen. Er ist es. Der Segen des Fürsten. Er ist es. Wie auch immer der Typ nochmal hieß, aber der war bei uns. Im Forest. Im Wald. Er ist es. Ja, er ist es, wirklich. Ihr habt nichts zu befürchten. Begründer, ihr seid es wirklich. Ja, Wade war es, ich wusste es. So, Wade. Krass. Der war mit uns im ersten Dungeon gewesen. Mit hinein. Ja, gut, dass wir den nicht getötet haben, ne? Eigentlich schon müssten wir mit unseren Angriffen. Und diejenigen, die sich geweigert haben? Wir sind geflohen, damit man kein Exempel an uns statuiert. Allerdings nicht weit. Kurz darauf haben wir uns zu den Hütern der Flamme zusammengeschlossen. Allerdings hat eine Handvoll alternder Schilde der Macht eines Kaiserreichs leider nicht viel entgegenzusetzen. Doch ihren Aufenthalt hier haben wir so unangenehm wie möglich gemacht. In letzter Zeit sind wir aber mehr damit beschäftigt, die letzten verbleibenden Träger vor den Klauen der Kaiserlichen zu schützen. Die Säuberungen. Wir haben eine in Orthill gesehen. Ja, die Schandtaten der Schwarzschilde und ihrer Herren. Ihr meint meine Mutter.
Aber ich verstehe es nicht. Auch wenn ich ihre Ansichten kenne. Es ist kein Geheimnis, dass sie Träger hasst, aber ihren Nutzen müsste sie doch zumindest sehen. Nichts für ungut, Milord. Aber ich fürchte, ihr gesellschaftlicher Nutzen ist das Letzte, was Annabella interessiert. Selbst ihre Heimat kümmert sie nicht. Das hat sich mit dem Blutbad in Eastpool gezeigt. Und seit sie dem Kaiser einen neuen Erben geschenkt hat, scheint sie nur noch mehr von Trägern besessen zu sein. Der Grund dafür, vermute ich, ist, dass sie jeden aus der Welt schaffen will, der die Macht ihres Sohnes herausfordern könnte. Ihr Sohn. Sir Wade, die Schwarzschilder rücken aus. Sie marschieren gesammelt zur Bewitt-Brücke. Dann tun wir das auch. Bereit machen. Hey. Machen wir eine größere Schlacht oder was? Das wäre schön. Das ist ihr Haupttrupp. Wenn wir diesen bezwingen, können wir vielleicht verhindern, dass sich die Tragödie von Old Hill wiederholt. Wenn ich nichts tue, klebt das Blut der nächsten Opfer an meinen Händen. Euren und unseren. Was diese Männer, die es wagen, sich Schwarzschilde zu nennen, im Namen meiner Mutter angerichtet haben. Das darf nicht weitergehen. Wir müssen diesen Wahnsinn beenden. Zusammen. Lasst uns mit euch gehen. Für die Zukunft Rosarias. Ich habe gehofft, dass ihr das sagt. Sehr gut. Wenn das euer Wunsch ist, wäre es mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Ganz unsererseits. Sir Wade, tun wir unsere Pflicht. Mit Freuden, Milord. Schön. Können wir nicht mal ein bisschen kämpfen? Ich fürchte, die Schwarzschilde werden uns einiges abverlangen. Dann sollten wir uns so gut es geht vorbereiten. Easy. Ich bin 3 Esper Intus. Was immer ihr benötigt. Außen können wir eh nichts Besonderes hier kaufen. Es war mir eine Ehre. Also dann, Sir Wade. Wie ist der Plan? Eine Finte. Wir drei gehen zusammen zur Bewitt-Brücke. Dort greifen wir den Haupttrupp in seinem Lager an. Wenn wir ihnen gehörig Probleme machen, werden die Schwarzschilde Verstärkung anfordern. Doch meine Leute, die sich bereits in der Umgebung versteckt halten, werden sie abfangen. In der Zwischenzeit werden wir den Kampf auf der Brücke ungestört beenden können. Insgesamt sind die Schwarzschilde in der Überzahl. Doch sie kämpfen gern in kleinen Trupps. Und das nutzen wir zu unserem Vorteil. Wie klein denn genau? Klein genug. Jetzt, wo auch ihr und Lady Jill dabei seid. Allein hätte ich das nicht geschafft. Und trotzdem hättet ihr es versucht, nicht wahr? Ihr habt euch kein bisschen verändert. Sir Wade, wir haben die Träger von Old Hill zur Ruhe gelegt. Sehr gut. Macht euch für den Kampf bereit. Zu Befehl. Ja, auch weil es da keine Verräter drunter sind, ne? Danke, Sir Wade. Mögen Sie Ihren Frieden finden. Hoffen wir mal. Ihren Frieden werden die Seelen erst dann finden, wenn wir den Schwarzschilden ein Ende machen. Und das werden wir. So. Im Verlauf der Geschichte werden sich Clive verschiedene Gefährten anschließen, die ihn auf seinen Reisen begleiten. Je nachdem, was sein nächstes Ziel ist, können sie sich allerdings auch dazu entscheiden, versteckt zu bleiben. Cool. Achso, der... Ach cool, der hat sich jetzt uns angeschlossen. Das ist doch nice. Ja gut, wir können jetzt nicht mehr viel machen.
Will ich auch gar nicht. Okay. Na ja, gut, das ist ja 1000. Dann habe ich das wenigstens mal fertig. Möge der Segen des Phönix mit euch sein. Klar. Wie lange verfolgt ihr die Schwarzschilde schon? Seit dem Überfall auf das erste Dorf. Wir haben die Schweine gejagt und ihre Leichen in der Stillwindmarsch versenkt. Das hat zweifellos Aufmerksamkeit geweckt. Seitdem ist es ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Schneller! Oh. Schell hat auch einen Schokobo, das ist das süß. Zeichen, Milord.